Herzlich willkommen zurück bei Jesus Plays Morrowind, meine lieben Freunde. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal einen Blick in mein Journal werfen. So, die Aether Wavebreaker, Wavebreaker, die hat einen Ring zurückbekommen und die Amulett, ja, das weiß ich noch, das war in Caldera, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ansonsten haben wir aber, glaube ich, nicht so viele Quests noch offen. Genau, die Pemenie, die haben wir eskortiert und waren in Gnarmok und wir haben die Boots of Blinding Speed bekommen. So, ja, wir haben dann auch erfahren, dass die Pemenie ein Kopfgeld auf ihren Kopf ausgesetzt hat und dass man ihr nicht trauen kann und ich glaube, ich weiß auch warum, denn wir haben diese Awesome Boots bekommen. Es tut mir leid, also ich werde es euch alles vorlesen, wenn das viel zu klein ist hier. Ich weiß immer noch nicht, also ihr könnt mir ja mal ein bisschen Feedback geben. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Aber wenn ihr ab und zu das Menü lesen wollt und euch das natürlich viel zu klein ist, es ist extrem klein in dieser Auflösung. Aber ich habe keine Ahnung warum, in 2K läuft das Spiel bei mir besser als in HD einfach nur. Und ich habe keine Ahnung, warum es die Menüs verändert. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ins Journal schaut, da ist alles normal, ne? Also da ist die Schrift total gleich. Es ist nichts größer oder kleiner. Sehr seltsam. Nur die Menüs. Aber macht euch keine Sorgen, wenn irgendwas ist. Ich werde es euch vorlesen und die Texte lese ich euch auch vor. So, wir haben die Boots of Blinding Speed bekommen. Die sind extrem geil. Also die machen Fortify Speed 200 Punkte. Das heißt, wir sind dann schnell wie Sau. Allerdings haben wir dann auch Blindheit 100%. Das heißt, wir sind extrem schnell, aber wir können sie nicht anziehen, weil wir dann nichts mehr sehen. Ich habe euch, glaube ich, das letzte Mal schon geteasert, dass wir dann einen Zauberspruch wirken müssen. Und dieser Zauberspruch ist Magie widerstehen. Allerdings bräuchten wir schon wirklich Magie widerstehen 100%, um diese 100%ige Blindheit ausradieren zu können, wenn wir diese Schuhe anziehen. Denn ich hätte schon echt gern den Speed. Das ist halt dann wirklich, wir rasen dann einfach nur noch so durch. Ich muss mal kurz, glaube ich, die Kamera richten. So, genau, die war nicht komplett in der Halterung. Das mögen wir ja nicht, ist nicht professionell genug. Ach, da dreht sich die Welt wieder um mich. Ich habe wieder gesoffen letzte Nacht. Aber da seht ihr wenigstens nochmal mein awesome Dark Brotherhood Outfit, das anscheinend niemandem etwas ausmacht, obwohl die dunkle Bruderschaft sicherlich nicht gern gesehen ist. Aber ich kann damit rumlaufen. Das ist kein Problem. Alter, ich sehe so krass aus. Ja, wie gesagt, hier ist zum Beispiel jetzt die Magiergilde von Balmora. Da würde ich jetzt mal ganz kurz reingehen und mir den Spruch schon mal kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle habe ich überhaupt. Ich habe so ungefähr 8000, bisschen weniger. Schöne Laternen hier. Also ich muss wegen den Menüs schon wirklich extrem nah dran gehen. Das ist natürlich blöd, aber ja, komm, ich sehe es noch irgendwie. Wenn es jetzt wirklich gar nicht geht, müsste ich eine andere Lösung finden, aber ich genieße es halt in dieser Auflösung und dass es so gut läuft. Aber natürlich ist es halt auch ein bisschen störend. Naja. Ach, hier sind Schriftzeichen drin, das ist ja cool. So, das ist aber eine sehr dämonische Tür. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber ich finde, es sieht aus wie so ein Monster oder ein Drache, das einen mit... Ein Drache, das... Ja genau, das Drache. Das Drache schaut uns mit zwei roten Augen an. Das wirkt natürlich nicht so einladend. So, wer hat die schönere Laterne vor der Haustür rumhängen? Die Kriegergilde oder die Magiergilde? Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ich erwarte einen Poll im Chat. Hier gibt es keinen Chat. Ich denke immer noch, ich bin auf Twitch. So, wir wollen jetzt mal zu Potte kommen. Alter, los geht's. Wir schauen mal ganz kurz in die Magiergilde rein. Outlander, what do you want? Wie sie sich gleich so hinstellt, so. Da kommt irgendeiner rein, ne? So ein möglicher Kunde oder Anwärter. Erstmal so richtig posermäßig hinstellen. Das ist, glaube ich, auch die Chefin hier, oder? Die Rania Atris. Ach, da macht sie gleich die Augen zu. Nein, ich möchte euch noch nicht beitreten. Also ich glaube auch nicht, dass ich das machen werde. Faction Members Only. Ja, da haben wir es natürlich. Ich bekomme keine Sprüche verkauft. Es sei denn, ich gehöre zur Gilde.
Das ist toll. Da freue ich mich sehr darüber. Das ist wahrscheinlich... My patience is limited. Ja, ist ja gut. Das ist wahrscheinlich... Ach nee, die. Hallo, jetzt geht's los. Feder ist natürlich auch eine sehr geile Sache. Burden, bla bla bla. Fleabite, Poison. Ja, komm. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich benutze manchmal Zauber, ich weiß. Aber jetzt wirklich nicht so sehr. Das ist halt die Sache. Aber warte mal ganz kurz. Ich habe doch... Ja, Destruction. Also Zerstörungszauber will ich auf jeden Fall trainieren. So war das gedacht. Dann gucke ich doch gerade mal, was ich gerade habe. Ich habe den Feuerbiss auf Touch. 30 Punkte. Ich habe... Ja, das war es auch schon. Wie viel Mana habe ich? Das sollte ich vielleicht erstmal klären. 50. Okay, 50. Das ist nicht viel. Denn wie man sieht... Ah, okay, doch, da sieht man jetzt die Punkte. Frostbiss ist natürlich auch geil. Kaufe ich mir mal. Schock ist auch cool. Paralyse. Ja, vielleicht. Poisonous Touch. Ja, komm. Ach, da kann man die irgendwie für... Ja, für eine Sekunde können wir die Leute vergiften. Bringt jetzt nicht so viel. So, wer hat denn hier noch Spells? Say your business. I cannot think with all these interruptions. Please leave me alone. Ja, ich bin gleich weg, aber lass mich noch ganz schnell gucken, was du hast. Calm Creature, Strong Feather, Fifth Barrier. Das ist Schildzauber, ne? Aber brauchen wir extrem viel. Nee, also... Okay, Dispel... Ist es Dispel? Oh, fuck. Ich weiß es nicht mehr. Oh, es könnte Dispel sein. Ich probiere es einfach mal. Wenn nicht, war es halt jetzt herausgeworfenes Geld, aber... Ich hätte ja auch mal vorher speichern können. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so gnadenlos dumm. Speichern ist anscheinend nicht mein Ding, aber ich versuch's jetzt einfach mal. Können wir Dispel wirken? Denn wenn ja, dann müssten wir ganz, ganz schnell die Boots anziehen, denn ich glaube, Dispel ist zwar 100%, aber nur für eine Sekunde. Ich werde es mal probieren, ich speichere jetzt mal ab. Ja, natürlich. Okay. Wie lade ich jetzt wieder, ne? Das ist auch die Frage. Ah, so anscheinend. Ich mache das jetzt so oft, bis es funktioniert. Ja, das ist das Problem. In Morrowind ist es halt auch wirklich so, du bist ganz am Anfang und du hast keine Ahnung, wie die Sachen funktionieren. Es ist halt einfach, man muss üben, bevor man überhaupt mal einen Zauber richtig... benutzen kann. Das ist halt ärgerlich, aber es ist realistisch. Ah, verdammt, das klappt einfach nicht. Yes! Oh, es hat geklappt. Okay. Bitte, lass das den richtigen Spruch sein. Nein, es ist nicht der richtige Spruch. Oh, ja. Jetzt bin ich wieder blind. Okay, nochmal laden, komm. Jetzt habe ich dieses Dispel für nichts gekauft. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, meine auch. Looking for something in particular? Ja, hör mal auf, hier Skoma zu schnupfen. Oder Mondzucker, oder was? Du hast auch Spells. Fire Shield, Charming Touch, Calm Creature. Levitate, Summon, Dire Weakness to Shock. Das ist es alles nicht. Gut, also ich muss mal nachlesen, was Dispel ist, weil ich habe keine Ahnung, was Dispel ist. Was schlecht ist, weil das müsste man jetzt wissen. Das ist halt jetzt blöd, dass ich das hier auf Englisch habe. Ich weiß, dass es sowas war wie Magie widerstehen.
Ich habe gedacht, Dispel, das klingt so irgendwie ein Spell aufheben. Scheint aber nicht wirklich der Fall zu sein. Spell Absorption, ja, das ist es auch nicht. Wahrscheinlich ist es eher so Resist Magic, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich guck mal kurz, was hast du denn? Ja, ich habe viele Fragen. Ach, ihr habt alles nicht, ihr habt alle nicht, was ich will. Okay, ich reise nochmal ganz schnell nach Caldera. Ich gehe jetzt mal ganz kurz die Gildenhallen ab. Dann habt ihr die auch ganz kurz gesehen. Caldera, das kennt ihr schon. Go ahead, Stranger. Verkaufst du auch Spells? Nein, du machst nur Reiseagentur. Alles klar, dann gehen wir doch mal zu dem Herrn hier. Was? Wo ist dieser Sklave? Also ich bin nicht dein Sklave, das steht schon mal fest. Aber ich glaube, dass die auch nur an Fraktionsmitglieder verkaufen. Ja, der schüttelt jetzt schon den Kopf. Das wirkt aber auch nicht... Ah, doch, okay. Great Feather. Sorry, das muss jetzt sein. Nee. What assistance do you need? Ich glaube, du verkaufst auch bloß irgendwelche Sachen, aber nicht... Ja, genau. Ich kann auch gar nicht mehr so viel tragen, merke ich gerade. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Warum? Warum überhaupt? Ich brauche einfach mehr Stärke. Oder irgend so ein Federring oder irgend so ein krasses Ding. Spells. Ja, wie sieht's aus? Scump beschwören, bla bli bla blub. Okay, ja, super. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. What's this about? Also, hier ist auch nichts. Dann reise ich jetzt mal mit euch nach Satrith Mora in die Wolfenhalle. Das ist eine kaiserliche Festung. Holy shit. Ich find's ja super geil, dass die Magiergilde einfach ein Raum ist in Satrith Mora. Hi, Ariel. Care to tell me what this is about? Ja, natürlich. Ich brauche Spells. Burden of Sin, Crushing Burden. Oh mein Gott, wo ist es denn jetzt? Levitation können wir allerdings noch nicht benutzen. Brauchen wir aber unbedingt. Spelldrinker. Nee, das ist es nicht, oder? Und du siehst Open Door. Warte mal kurz. 15 Punkte. Nee, das ist jetzt nicht mein Ding. Ich bin eher so der Soul Trap, auch gut. Ja, nee, also das Einzige, was wir machen wollen, ist eigentlich Zerstörung. What assistance do you need? Ach, du bist die Reisebüro-Tante. Was macht ihr denn alle? This scent is new. Wie die mich einfach immer abschnüffeln, ne? Ist unglaublich. Ach so, du bist der Gildenhallenführer. Das ist ja interessant. Okay. Ich dachte jetzt der Typ hier, weil der so hier so awesome rumsteht. Kann ich mich mal ganz kurz hier bedienen? What is this about? Ah, okay, ich habe gedacht, das ist jetzt irgend so ein awesome Buch. Der mischt hier so ein paar Sachen zusammen. Training. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche Spells. Ja, hier sieht's. Ah, Spell Making. Ja, aber dafür brauche ich wahrscheinlich. Ja. Also, okay. Moment. Moment, das ist richtig. Dieser Effekt removes, also entfernt, Magika-basierte Spell-Effects. Ja, das ist es doch aber. Ah, okay, das betrifft nicht... Ah, okay, das betrifft nicht magische Items. Okay. Aber könnte vielleicht doch irgendwann mal nützlich sein. Ach, schade. Was hast du denn? Feather, Second Barrier, Third Barrier, Vivex Kuss. Ja, das ist auch cool. Water Breathing. Water Breathing finde ich nice, nehme ich mit. Water Walking finde ich auch cool. Ich bin hier schließlich der Jesus. Summon Greater Bone Walker. Könnte man auch mal machen, aber das gibt's doch nicht. Wie hieß denn dieser Spruch? Dich gibt's noch. Hallo. Du hast es, oder? Nein, du hast gar nichts. Scher dich fort. Hinfort, niederes Gewürm. Okay, jetzt noch Aldruhn.
Letzte Chance, Leute. Letzte Chance. Aldrun ist absolut die geilste Gildenhalle überhaupt. Es ist auch die größte. Schaut mal. Es ist auf jeden Fall sehr cozy in hier. So, schauen wir mal, was du so hast. What assistance do you need? Keine Ahnung. Ich fand die hier immer so cool. Ich meine, es ist kein besonderer Charakter, aber... Aber, oh, ich stecke fest mit ihr in dieser Ecke. Was bedeutet das jetzt für uns zwei? Eranil. Ich gehe mal wieder raus. So. Hi. I have the high ground. Okay, du bist nur Reisebüro. Dann müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen umschauen. Da ist... Ah, da sind ein paar Dinge versteckt. Ich bin ja immerhin noch ein Dieb, ne? Könnte man einbrechen, muss man aber nicht. Im Moment bin ich in Frieden hier. So, Leute, was geht ab? Ihr habt euren eigenen Altar hier. Was ist das denn? Ach so, ihr seid... Ja, da wird ordentlich gespendet für die Kirche hier. Das finde ich natürlich auch wieder super. Kaiserlicher Kultaltar. Damit will ich nichts zu tun haben. Oh. Vicar Withershins. Ah, okay. Restoration Skill. Na, immerhin. Hi. Du kannst gar nichts. Was ist das hier? Die kurze Geschichte des Imperiums in 100 Millionen Bänden. Quickly, Outlander. I haven't much time. Irgendwas war mit diesem Typen hier. Der sieht schon so zwielichtig aus, der Dude. Irgendwas ist mit dem. Ja, der bietet auch gar nichts an. Ich glaube, der sollte gar nicht hier sein. Irgendwas ist mit dem nicht so koscher, glaube ich. Ihr habt eure eigene Schmiede hier? Was ist los mit euch? Das ist ja der Oberhammer. What is it, Sarah? Ja, aber die kann nichts reparieren. Das ist sehr seltsam. Sarah ist, glaube ich, ich bin ein Dunkelelf, oder? Bin ich ein Dunkelelf? Ganz kurz mal die Kappe abnehmen. Ja. Boah, ich habe alles vergessen. Sarah ist, glaube ich, ein Name für die Dunkelelfen, die sie sich gegenseitig geben oder so. Oder heißt es einfach nur sowas wie Sir? Weiß ich leider nicht mehr. Hi, du bist die Chefin hier, oder? So die Edwina. Die Edwina, die kann aber gar nichts, außer nur... Mach den Mund zu, Seed. What assistance do you need? Ja, und der Typ hat definitiv nur Alchemiezutaten, oder? Ja, natürlich. Gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz oben vorbei. Vielleicht ist da ja noch jemand... Da ist tatsächlich noch jemand. Vielleicht irgendwelche krassen Bücher hier. Mal gucken. Nee, leider nicht. Da ist auch gar nichts drin. Ihr habt hier eine kleine Kiste, mit wo nichts drin ist, außer einer Blume. So. Tag. Yes, friend. Hallo, Gandalf. Guten Tag, Erik. Warum weißt du, wie ich heiße? Heiße. So. Hex. Ich weiß nicht, was Hex macht. Silence, ja, Absorb. Boah, mein Gott. Am Schluss habe ich den Spruch schon längst gesehen und weiß einfach nur nicht, dass der so im Englischen heißt. Okay, letzte Chance. Herr approaches. Himla. Ach, tatsächlich. Okay, der hat viel. Los, du hast es jetzt, oder? Light ist auch ganz cool. Nee, der hat's auch nicht. Okay, ich bin verwirrt, Leute. Es kann anscheinend noch ein bisschen dauern. Ich muss... Da darf ich leider nichts rausnehmen. Das ist nur für Gildenmitglieder. Ach, verdammter Mist. Tut mir jetzt leid, Leute, aber anscheinend wird es noch ein bisschen dauern, bis wir herausgefunden haben. Guide to Aldrun. Okay. Nee, ich glaube jetzt mal nichts hier. Alles klar, dann wieder zurück nach Balmora. Dann machen wir was anderes. So. Schade, aber ich muss erstmal herausfinden, welchen Spruch ich überhaupt brauche.
Ah, der epische Soundtrack setzt ein, Leute. Also hier ist noch jemand. Hurry this up, will you? Hurry this up, will you? Ja, aber die kann gar nichts. Du kannst gar nichts. Aber du hast eine sehr schöne Kollektion von Soul Gems hier. Sehr, sehr nice. Wo geht's denn dahin? Sorry, ich habe irgendwas in den Zähnen hängen. Jetzt nicht mehr. Ach, aufs Dach. Ist ja auch mal cool. So. Leute, es tut mir leid, das war wenigstens mal ein kurzer Trip durch alle Gildenhallen der Magiergilde. Werden wir sicherlich früher oder später auch nochmal durchreisen, aber jetzt. Jetzt geht's ab, Leute, jetzt geht's ab. Ihr wisst ja noch, vor einiger Zeit, erinnert ihr euch vielleicht noch an die Hauptquest, da war doch mal irgendwann was. Der gute Caius Cosades, dieser halbnackte Typ mit dem Skoma und dem Drogenproblem, der da in seiner Drogenhöhle abhängt und behauptet, er wäre ein Agent des Kaisers. Der ist ein Agent der Klingen und die Klingen sind die Leibwache des Kaisers. So, jetzt sind wir wieder up to date. Auf jeden Fall wollte der, dass wir uns ein bisschen stärker machen. Wer ist das hier? Ach so. Ne Wache. Der wollte, dass wir uns ein bisschen stärker machen, in den Gilden aufsteigen und dann haben wir diese eine Diebesgilden-Quest bekommen, die wir nicht lösen konnten, weil wir einfach noch zu schlecht sind im Schlösserknacken. Ihr erinnert euch vielleicht, diese dätrischen Artefakte, nein, nicht dätrischen Artefakte, Dwemer-Artefakte, konnte ich nicht klauen. Ich fühle mich aber immer noch nicht so richtig bereit, die Hauptquest anzutreten. Deswegen möchte ich gerne noch ein bisschen trainieren und die andere Sache, die wir trainieren wollen, neben den Diebesfertigkeiten, ist unser Kriegshandwerk. Schließlich ist eine unsere absolut Nummer 1 Fähigkeit ist Longblade. Außerdem auch Light Armor und Bogenschießen. Also gehen wir mal in die Kriegergilde und schauen mal, ob wir hier so ein bisschen anwerben können. Nicht anwerben, ob wir uns bewerben können. I'm listening. Schönen guten Tag. Oh, ich kann die Namen einfach nicht lesen. Fasile. Fasile. Alles klar. Gut, du trainierst. Du hast einen richtig krassen Schild, mein Freund. So what do you want? Auch wenn es ein bisschen awkward aussieht, wie du den einfach hältst und sonst überhaupt keine Rüstung hast. Wayne. Du bist sowas von Wayne. Ach, der repariert Sachen. Das ist schon mal gut. Dann mach das mal. So. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Und das ist die Aedis Feuerauge. Die Chefin. Die Chefin ist größer als ich, weil sie eine Nordfrau ist. Und die ist ziemlich awesome. So. Na, dann redet schon, Dunkelelf. Was wollt ihr? Seid ihr hier, um der Kämpfergilde beizutreten? In der Tat, das bin ich. Ja, ihr seht so aus, als könntet ihr auf euch aufpassen. Aber bevor ich euch einweise, wollt ihr vielleicht die Kämpfergilde-Regeln anschauen? Ja, komm. Nee, muss ich nicht. Ist das gleiche wie immer. Bestehlt nicht eure Gildenmitglieder, seid lieb zueinander, seid kein Idiot. Und ansonsten müsst ihr auch einfach nur ein cooler Dude sein und schon kein Problem. Cooler Dude oder cooles Girl. Sign me up! Ihr seid nun Erik, the Associate in der Kämpfergilde. Arbeitet hart, folgt euren Befehlen und ihr werdet zurechtkommen. So, ja, ich hätte natürlich... Jede gute Geschäftsbeziehung beginnt ganz am Anfang mit einer Beförderung. Los, komm schon. Ja, ist ja gut. So, gibt's denn irgendwelche Orders, irgendwelche Aufträge, meine Liebe? Ich habe eine sehr einfache Aufgabe. Ich muss die Infestation, also die Seuche, eine Seuche von Höhlenratten ausräuchern. Das könntet ihr doch in die Hand nehmen, ja natürlich. In jedem Elder Scrolls Spiel müssen wir uns erstmal mit Ratten oder so rumschlagen. Was hat es denn mit den Cave Rats auf sich? Geh zu Trareine Telas Haus. Es ist hier in Balmora.
auf der Ostseite des Flusses und fragt sie, wo die Ratten herkommen. Tötet die Ratten und bekommt eure Bezahlung von Drareine Telas. Und dann sollen wir wieder zurück und Report machen. Aber zuerst schauen wir uns hier ein bisschen um. Das hier ist die Kriegergilde von Balmora. Hier könnten wir theoretisch schlafen, glaube ich. Diese Kisten existieren irgendwie gar nicht. Sehr seltsam. Kann man nicht aufmachen. Hier wird gesoffen in jeder Ecke. So, das ist der Trainingsraum, beziehungsweise, ich weiß auch nicht, Versammlungsraum. Das ist der Hasfat Antabolis, der schüttelt jetzt schon den Kopf und will nicht mit uns reden. Watch your step. Und hier ist die Flemia oder Flaskia, ich kann den Namen nicht lesen, zu klein. Ich lese jetzt einfach das vor, was ich glaube, was ich lese. Wenn der Name wirklich wichtig ist, dann schaue ich ein bisschen genauer hin. So, meine Freunde, was machen wir jetzt? Wir gehen zu Drareine Telas. Drareine Telas ist auf der Ostseite des Flusses. Machen wir mal hier Lokalkarte, bitte. Ach du lieber Gott, das ist auch so klein. Aber ich glaube, da ist es schon. Hey, zufällig gerade gefunden. Okay, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Hallöchen, ihr Lieben. Darf ich kurz durch? Ich glaube, das da müsste es sein. Der Fluss sieht heute irgendwie seltsam milchig aus. Bisschen hell. Jedenfalls sehe ich das so. So, Drareine Telas. Wie sieht's aus? Erstmal abspeichern und dann rein ins Vergnügen. Hallo. Wie geht's? Alter. Die schwebt, oder? Die ist nicht so groß. Es kann nicht sein, dass die so groß ist. Die ist so groß. Holy shit. Ach, jetzt ist sie wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und jetzt schwebt sie wieder. Ich bin hier der Jesus. Okay, hi. Seid ihr der, den sie mir schicken, um sich um die Ratten zu kümmern? Ja, der bin ich. Was hat es mit den Ratten auf sich? Diese Ratten sind so eine Plage. Ich glaube, die essen alle meine Kissen auf. Ihr mögt doch Kissen, oder nicht, Erik? Ja, ich liebe Kissen. Kann gar nicht genug Kissen bekommen. Aber ich esse die nicht. Ach, wobei, ich habe gerade ein Kissen im Ofen. Muss mal ganz kurz gucken. Nee. Sorry, ich sag dauernd. Also, sie hat eine Ratte in ihrem Schlafzimmer eingesperrt, aber es gibt noch zwei andere. Die sind in ihrem Storage, in ihrem Lagerraum, im Obergeschoss. Also Ratten. Also nicht die Kissen. Hier ist der Schlüssel für die Tür. Es gibt mindestens drei von diesen Biestern. Ich hoffe, sie haben nicht meine guten Kissen gefressen. Meine Güte, was hat's denn mit den Kissen auf sich? Ah, lass mich mal durch. Ich muss mich um die Ratten kümmern hier. Hallöchen, meine Freundin. So, war das so schwer? Für deine Unfähigkeit wirst du jetzt ausgeraubt. So, wo haben wir denn hier einen Lockpick? Apprentice Lockpick sollte eigentlich reichen, oder? Wir müssen schließlich trainieren. Jawohl. Aha. Immerhin 88 Geld. 88 Geld. 88 Goldstücke. Hey, die hat es ja wirklich mit ihren Pillows hier. Das ist ja unglaublich. Gab es nicht irgendwo auch mal unter einem Pillow irgendwas versteckt? Ach schade, das war nicht hier. Ich glaube, irgendwo gab es das mal. Oh, oh. Longblade Skill increased. Ja, wie geil ist das denn? Das wird verkauft, das Buch. Das wird alles verkauft. Sorry, aber ich muss ja meine Belohnung irgendwie wieder reinholen. Sehr hübsche Bettwäsche hast du da. Aber die Kissen kannst du gerne behalten. So. Fein säuberlich wieder hingelegt. Und dann schaue ich doch mal, was du in deinem Oberstübchen hast. Wo geht's denn hier rauf? Ach, hier anscheinend. Okay. Nein, die Waffe, bitte. Ja, genau, das. So. Ach, hi.
So, na bitteschön. Es wird immer besser. Wir schlagen nicht mehr daneben. Da ist einfach ein Goldstück. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Ich hänge irgendwie fest, kann es sein? Ich habe die Caps Lock ausgemacht. Na super. Oh, holy shit. Nee, lass mal. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Gold. Gold brauche ich unbedingt. Das Tolle ist, dass wir uns dann nochmal eine Belohnung abholen können von ihr, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber wir können unsere Belohnung ja gerne mal ein bisschen aufstocken. Nee, ist nicht dein Ernst. In jedem von diesen Körben stecken 25 Kissen drin. Holy shit. Alles klar. So. Ich habe dein Rattenproblem beseitigt. Und auch deine Einrichtung ausgeräumt. Cave Rat. 100 Gold. Yes, I'll take your word. The cave rats are dead. Ja. Perfekt. Alles klar. Auf Wiedersehen. War schön, dir geholfen zu haben, aber jetzt möchte ich doch vielleicht mal eine Beförderung. Ich möchte direkt eine Beförderung. Diese Aufgabe hat meine Fähigkeiten so sehr unter Beweis gestellt, dass die Kämpfergilde jetzt gar keine Chance hat, außer mich einen Rang aufsteigen zu lassen. Sehe ich das richtig? Okay. Ach, da kann ich mich jetzt bedienen, oder? Ach, da haben wir immer genug Pfeile. Das ist ja cool. Oh, Repair Hammers. Ja, Repair Hammers. Restore Health. Ja, geil. Wiegt allerdings auch ein bisschen was, ne? Ja, ach, verdammt nochmal. Ich kann da nichts reinlegen. Jetzt muss ich das nehmen? Okay. Warum nicht? Oh, okay. Die trainiert uns noch nicht mal. Wir müssen erst im Rang aufsteigen. Wie sieht's aus? Advancement. Yes! You are now Eric the Apprentice. Sehr schön, ich hab's doch gewusst. Die Orders. Alles klar. Die Cave Rats sind ausgerottet. Ausgerattet quasi. So, ihr habt die Ratten getötet, Eric. Nicht schlecht für euch. Was soll das denn heißen?